Jetzt läuft es. Die beleuchteten Brüder müssen wieder technische Probleme ausbessern, indem sie eine Audiokommentarspur aufnehmen für dieses Video, auf dem absonderlicherweise kein Ton aufgenommen wurde. Hier schlägt der Pegel nach oben, also hier funktioniert's. Ja, achso, das war die, das habe ich gespielt. Das hast du gespielt. Die Trickstrecke. Genau, da hattest du am Anfang vergessen, dass du ja Tricks machen musst. Genau, aber hier habe ich schon gleich dran gedacht. Und hast dir den Rücken gebrochen. Ich ja. Wollte ich dir sowieso mal erzählen, ich habe meinen ersten Mückenstich dieses Jahr. Hier hinten. Unter der Hose. Ich hatte noch gar keinen. Das ist ja auch noch früh im Jahr. Ja. Ist viel zu früh für Mücken. Ja. Aber ich hab da einen. Und ist das des Nachts passiert? Ja, ich nehme es an. Es juckt auf jeden Fall wie beknackt. Scheiße. Warte, das ist eine gute Sache. Ja, Backflip plus Slashflip plus Blackflip. Slashflip. My man in Frontflip. Eigentlich machen diese Level Spaß. Und die haben wir immer viel zu, weil man da ja so schnell durchpusht. Wenn man die ein bisschen übt und diese Dinger landet, dann ist es, glaube ich, richtig cool. Ja, aber ich habe ja auch gesagt, später in diesem Video, verloren gegangen in die Tonspur, dass das Trick-Feature, was neu eingeführt wurde, zum Vergleich zum letzten Spiel, nicht so super genutzt wurde. Superman plus Zeitbonus. Ja, das Bronze. Hat für die Bronzemedaille immer 1000 Punkte hast du erspielt. Das hätten wir für Silber gebraucht, was meinst du? Keine Ahnung. Also das ist die Wiederholung, die du fälschlicherweise angeschaltet hast. 23.000, naja. 9.000 habe ich gehabt, nicht 1.000. Ich habe doch 9.000 gesagt. Achso, ich habe 1.000 verstanden. Da habe ich aus Versehen den Baggy genommen. Achso, das Vorderrad ist lose. Auf der nächsten Strecke muss man so weit man kommt, aber das Vorderrad bricht ab. Das haben wir am Anfang auch nicht so ganz verstanden, aber doch relativ schnell. Denn der Schaden am Vorderrad wird dadurch höher, dass man es benutzt. Genau. Und ich habe es einfach die ganze Zeit benutzt. Und du hast auch am Anfang behauptet, man könne sich nicht neigen. Ja, das wirkte so, weil ich mich mit dem ich den Arsch nicht hochgekriegt habe. Also nee, das Vorderrad habe ich nicht hochgekriegt. Aber warum denn nicht? Ach, da steht auch immer von 110 Medaillen heißt bis zum nächsten Schritt des Freischaltens. Ja. Ja, uns fehlen nämlich 8 Medaillen, bis um noch den Vater der Krater freizuschalten. Das ist das letzte Level. Dieser Welt ist, genau. Und danach kommt noch eine ganze Welt. Aber dazu muss man erstmal dieses Level absolviert haben, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Ja, dafür fehlen noch 8 Medaillen, die Pong hoffentlich in einer mehrstündigen Todessitzung genau, erarbeiten wird für uns. Mehrstündig. Wie findest du das, wenn man das Wort Sitzung gebraucht für einen Klogang? Richtig doof. Ja. Das ist ein bisschen in die Richtung, ist nicht ganz so schlimm, aber es geht in die Richtung von Okese und zum Bleistift. Ach, und Ceausescu. Ceausescu. Man kann sowas sagen wie, wird eine längere Sitzung. So, wenn man das sozusagen das beschreiben möchte. Ja. Hier, Klo wird eine längere Sitzung, das ist okay. Aber... Ich kann natürlich immer nach vorne lehnen, ist auch das kaputte Rad. und was? Das war noch ein guter Versuch. Ja. Was hältst du von Obama ins Weiße Haus schicken? Nicht gut. Nicht nur auf eine plumpe Art, also es ist ja auf eine Art rassistisch, dass man schon gar nicht mehr von Rassismus sprechen kann. Sondern ja, es ist halt so plump. Das ist so, haha, er ist schwarz. Und das ist die Kloschüssel. Das ist so wie Penis, hahaha. Ja, ich verstehe den Witz, er ist aber sehr schlecht. Das war übrigens gerade mein Versuch. Ich habe das Ruder übernommen. Ich wollte mal gucken, ob man nicht wirklich doch auf dem Hinterreifen fahren könnte. Klar, die auch geklappt eine Zeit lang. Bei dir? Nicht einmal. Du bist hier einmal. Bei dir? Ja, aber das kam noch nicht. Ach so. Verrat doch nicht immer. Achso, jetzt kommt dein Versuch. Jetzt, also eben war es auch schon mein Versuch, der davor. Achso. Mal hier. Das war aber noch nicht mein Bester. So viel kann ich nicht verraten. Doch, ich glaube doch. Doch. Ja, das war der Beste. Das ist mein Bester. Aber jetzt wirst du von deinem eigenen Rad gefickt. Pass auf. Ja, immerhin 71,54 Meter. Mehr haben wir nicht geschafft. Haben wir nicht geschafft. Wir haben dann auch noch überlegt, ob es vielleicht das letzte Trials Fusion Video aller Zeiten ist.
Ja, aber da habe ich ja gleich interveniert. Ja, weil wir den Handschuh des Meisters noch nicht hatten. Und um die Videolänge zu füllen, haben wir uns überlegt, wir gucken nochmal eine Online-Strecke an. Nämlich die beste der letzten Woche. Die letzten 48 Stunden. Ich glaube, erst warst du bei der Woche, da konnten wir nicht spielen. Doch, konnten wir. Nee, aber hier in diesem Screen nicht. Und wir haben nicht nach unten gescrollt. Ach ja, ich wusste nur kurz, dass es geht. Hier, Season Pass haben wir kurz drüber geredet. Waren wir nicht sicher für ein Jahr oder sind das die innerhalb eines Jahres erschienenen Strecken? 48 Stunden. Da sind wir fündig geworden. Da gab es nämlich die Faust von Kratos. Lost World 2. Mittel. Da hast du mich ein bisschen beschimpft darüber, dass ich so negativ war, aber ich habe einfach nicht verstanden, wie der Editor so krasse Szenarien entwerfen kann, dass er plötzlich so eine Titanfaust in den Felsen rammt. Werden wir gleich sehen. Hab ich gespielt. Hier, Illobear. Illobear hat Strecken entworfen. Have fun. Man möchte, dass wir Spaß haben mit der Strecke. Ein bisschen unoriginell. Und ich fand das freundlich. Ja. Vor allem mit dem Zwinker-Smiley. Ja, der hat mich besonders gestört. Aber dann dreht sich der Todeskreis. Das ist ein Stacheln. Hab ich beim Spielen nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Guck mal, gut, dass wir das. Vielleicht sollen wir alle unsere Videos so machen. Da, Bums! Das kannst du noch nicht im Editor. So, Dropdown-Menü. Gottes Faust. In diesem Berg schmettert. Aber es ist schon ein bisschen unwahrscheinlich, dass er gerade draufhaut und das Ding geht nach oben weg. Also es ist doch. Ja, bleibt doch Editor-Style. Da. Das hat doch seine Grenzen. Ab durch die rote Rakete da. Ich fand das Level ganz schön. Ja. China habe ich da assoziiert mit den China-Häusern. Oder Japan, das ist bloß der Unterschied. Nein, schon China. China ist eher rot, in Japan eher bunt. Nein! Katze interveniert. Was hat er da rausgeholt? Was ist denn das Rote? Das ist so eine ganz super abgestöpselte. Das ist eine Zahnzwischenraumbürste. Ich weiß nicht, wie die Bürste gekommen ist. Aus irgendeinem Grund ist in meiner beleuchteten Brüder Technikbox eine Zahnzwischenraumbürste. Ist immer gut, einen dabei zu haben, wenn man auf dem Weg zum Ponk ist. Ja, das war ein fieser Aufstieg hier. Ja, da habe ich mehrere Versuche, weil man da genau am Anfang so hüpft, dann hat man keine Traktion mehr. Da hast du geglaubt, dass du das nicht schaffen kannst und plötzlich ging's. So viel sei schon mal verraten. Aber es dauerte. Es dauert auch nicht mehr die restlichen 11 Minuten dieses Videos. Denn es ist noch einiges anderes passiert in diesem Video. Ja, es ist nicht die einzige Strecke, die wir runtergeladen haben. Ja. Es gibt noch, wie viele weitere? Zwei. Zwei, würde ich auch sagen. Weil da haben wir dann das lieber einfachere gewidmet, um die Aussicht zu genießen. Was sie auch gelohnt hat. Um das schon noch verwechseln. Crash. Das ist ein bisschen langweilig gerade. Ja, sag doch mal was interessant. Erzähl doch mal was Interessantes. Kieferbrüche. Ja. Schon vorbei. Geht weiter. Wisst ihr gerne, was ich über Kieferbrüche zu sagen gehabt hätte. Das sind die Bienenstöcke, siehst du? Hast du die eben überhaupt gesehen? Ja, habe ich. Hier, diese Signalampeln sind hier im BVB-Farben. Oh, das war auch schwierig. Jetzt kommt eine sehr, sehr unangenehme Stelle. Das ist nicht dieser Baumstamm, das geht noch. Aber jetzt, Achtung. Und da hast du es ja fast geschafft beim ersten Mal. Da habe ich es fast geschafft, ja. Hat nicht viel gefehlt. Da war mir auch noch nicht ganz bewusst, wie schwierig das ist. Was ist der Unterschied zwischen schwer und schwierig? Das eine bezieht sich tatsächlich aufs Gewicht und das andere auf die Schwierigkeitsgrad. Das heißt, also kannst du glaube ich für beides benutzen und das andere nur für eins. Es ist einfach komisch. Du kannst für etwas ist schwer zu schaffen. Nee, wie ist denn das? Schwierig ist auf jeden Fall nicht das Gewicht. Das darfst du nicht fürs Gewicht benutzen. Das würde ich ja auch niemals tun. Aber die Frage ist, ob du sagen kannst, das ist eine schwere Stelle, wahrscheinlich schon. Das benutzt du auf jeden Fall alle so. Ja, da, zack, au. Aufgespießt. Aber ob das richtig ist, ist ja die Frage. Ich glaube, Illobear hatte richtig viel Spaß, diesen Zacken dahin zu bauen. Hat er damit Absicht gemacht für diesen Effekt. Flam! Achtung, gleich müsst ihr genau hingucken. Gleich macht Pong das nämlich, dass er nicht mit seinem Körper da aufgespießt wird, sondern mit dem Kopf. Im Gesicht direkt eigentlich. Vielleicht jetzt. Nee, ich glaube, es dauert noch. Vielleicht jetzt. Quer durchs Hirn. Vielleicht jetzt. Ich glaube. Nee. Das war auch. Es war recht spät mit dem Schädel, kurz vorm Erfolg.
Bläh. Ah, nee, ist auch wieder der Körper. Jetzt. Ja. Ah, auch nicht viel gefehlt. Dann noch ein bisschen als Leiche rumbounced. Zack. Der hat einiges auszuhalten. Das ist ganz angenehm. Wir als Kommentatoren hören das gerade nicht. Ja. Widerlichen Spielesound. Widerlich. Bei der Folge kann ich den widerlichen Spielesound auch ein bisschen runterdrehen. Da habe ich ja noch Macht drüber. Ja, aber da hattest du es ja sowieso vorher besser eingestellt. Ja, stimmt. Vielleicht ist es dabei passiert. Irgendwie muss ich das Mikrofon ausgeschaltet haben, aus Versehen. Da war es. Ja, durch die Zähne. Das war da dein Kieferbruch, über den du eben nicht redest. Ich dachte, es gab auch einen expliziteren Kieferbruch. Nee. Nee, da hast du es ja schon geschafft. Ah, nee, jetzt stolperst du nochmal, oder? Nein. Und auch der Kieferbruch. Und nicht nur der Kiefer. Ja. Ich würde mir wünschen, dafür würde ich auch als DLC Gate bezahlen, dass man so Gore-Effekte dazu schalten könnte. Also so mit Mortal Kombat Brutalität zum Beispiel. Ich finde ja, dass wir bei Mortal Kombat 10 es geschafft haben, dieses guck mal, die Eule, diese Roboter-Eule. Mir nicht aufgefallen. Früher war es ja so, war die Gewalt so, es war schon sehr comic-mäßig, aber schon, dass man dachte, oh krass. Aber das geht ja heute nicht mehr mit den alten Mortal Kombat Spielen. Ich finde, dass sie das neu mit diesen Close-Ups von den gebrochenen Knochen das wieder hinkriegen, dass man ein bisschen geschockt ist. Also ich habe eine Sequenz gesehen, wie war denn das? Ich glaube, als Fatality reißt Scorpion, war das glaube ich, dem anderen die Rippen raus und sticht sie ihm ins Gesicht. Ja, und das findest du nicht so krass? Doch. Ich sage, so. Das ist krass. Sie haben es geschafft, obwohl man so abgestumpft ist gegenüber dem Alten, haben sie es geschafft, diesen Effekt von damals wieder zu erzeugen. Ich möchte wirklich nicht mit einem Rippen ins Gesicht gestochen werden. Nee. Nee, das würde ich wirklich auch nicht gern. Das war die zweite Strecke von Illobert. Genau, die hat Biber gespielt. Ja. Die war schön. Sie war abgefahren, weil das Portal war sehr unerwartet. Ach, deswegen ist es braun. Ich dachte, es ist ein vorne spielen. Ja, das hatte ich gehofft. Aber es ist erstmal nur ein fahrender Zug. Mit einer schön beleuchteten Strecke. Sehr zukunftsmäßig. Da ist ein Raumschiff gerade irgendwie rausgeflogen. Noch eins. War kein Raumschiff, war glaube ich mehr so ein normaler Lufttransporter für den Stadtbereich. Wie stellst du dir das Jahr 3000 vor? Wie sieht das da aus? Auf den Straßen? Müsste man wahrscheinlich ein bisschen klug überlegen. Na, dann los. Aha. Da muss man sehr, sehr allumfassend denken. Ich vermute tatsächlich, hier, das Portal, Achtung, zoom und plötzlich ist man hier. Warum auch immer. Keiner versteht es. Außer Illobert. Ich vermute tatsächlich, dass der Bodenverkehr deutlich abgenommen haben wird. Glaubst du, es gibt da wirklich Flugautos sozusagen? Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr mit Luftverkehr gibt, als individual. Und dass das Ganze, also zumindest die Autos irgendwie wirklich verschwunden sind, so wie wir sie kennen. Wegen der Energieknappheit. Weil man es nicht mehr braucht, weil man bessere Alternativen hat. Also im Bereich Mobilität wird sich einiges. Meinst du, du hast dann auch einen Führerschein? Im Jahr 3000? Ja. Brauche ich ja nicht mehr. Warum nicht? Also ich meine, meinst du, dafür muss man keine... Nein. darf jeder. Alles Google programmiert. Google? Meinst du, es gibt noch irgendetwas also an... Das ist an interessant. Ich meine, Corporates, die wir heute... Also wahrscheinlich nicht im Jahr 3000, nein. Das ist echt weit weg, ne? Ja. Das dauert echt noch... Wenn du ins Jahr 1000 zurückgehst, da gab es auch noch nicht mal Siemens. Oh, das stimmt. Aber das kann man ja... Das war ja damals auch nicht so potenziell nachhaltig wie heutzutage. Beziehungsweise da gab es das Wort nachhaltig ja noch gar nicht. Ja. War ja alles irgendwie nur für einen Moment. Aber jetzt guckt man ja auch ein bisschen in die Zukunft. Guck mal, da hast du mir nicht geglaubt, dass der Season Pass nur ein Jahr gültig ist. Ja, ich glaube das auch immer noch nicht so ganz. Weil Season Pass heißt eigentlich, du kannst sozusagen von vornherein buchst du alle Inhalte, die
erscheinen werden. Für ein Jahr. Ja, du, sozusagen, du buchst für ein Jahr alles, was in dem Jahr noch erscheint. Ach so. Meinst du? Ja. Du kannst ja irgendwie am Anfang von solchen Episoden spielen, kannst du einen Season Pass kaufen und dann bezahlst du einmal und kriegst alles. Ja, ein ganzes Jahr zusätzliche Inhaltspakete. Das ist wahrscheinlich alles, was in dem Jahr erscheint, vermute ich. Ja, das ergibt eigentlich fast noch mehr Sinn. Aber warum sollen sie dir nach einem Jahr die Strecken wieder sperren? Totaler Quatsch. Das ist voll fies. Ja, dann kaufe ich das vielleicht bald mal. Aber was ist, wenn jetzt nur noch nächste Woche einmal was erscheint? Woher weiß ich das denn, wann die damit Schluss fertig sind? Ich glaube, es ist jetzt schon fertig. Es gibt diese zwei Pakete. Aber da stand auch irgendwas von 6 Paketen. Ja, die zwei Pakete bestehen aus jeweils 3 Welten. Woher weißt du sowas immer? Du redest stand doch nur. Da. Ach. Nein, es ist wirklich so. Es gibt ja auch in diesen Level-Übersichtskarte gibt es 6 weitere Blöcke mit jeweils 9 Levels. Levels? Ja, Strecken. Level? Da habe ich mich noch nicht auch drüber unterhalten. Levels oder Level? Level. Level, ja. Psychotic 909, das habe ich gleich gesehen. Pure Nature, das ist die letzte Strecke für heute. Die man auch schon unschwer erkennen kann an der fortgeschrittenen Video-Dauer. Das hat Pong gespielt. Und das war einfach ein sehr angenehmer Ride durch die Nature. One of the best of all the time. Mit Kurven. Mit Kurven, das war echt krass, beeindruckend. Und ich möchte das schon mal vorwegnehmen, ich habe die Horror-Medaille gewonnen. Ja, stimmt. Wir haben entdeckt, es gibt bei diesen Strecken auch eine Platin-Medaille. Wir haben sie die Todesmedaille genannt. Todes, ja. Dabei ist das Quatsch, weil auf allen sind Totenköpfe drauf, aber das war ein besonderer Tod. Besonderer Totenkopf. Und die hat Pong gewonnen, ja. Den hat keinen Fehler gemacht und er ist irgendwie der 1300 beste Fahrer dieser Strecke. Ja. Beim ersten Versuch. Beim zweiten Mal wäre ich, glaube ich, schon in die Top 5 gekommen. Und unter Wasser. War ja auch flutet. Da habe ich Zeit verloren. Oh, achso, da eben. Ja. Du bist ja auch nicht mit dem schnellsten Gefährt einfach gefahren. Ich bin mit dem einzigen Gefährt gefahren, was erlaubt ist. Da, Todesmedaille. Und dann gab es immer noch 1000 Leute, die besser waren als du? Ja, ich bin halt doof gelandet. Vielleicht waren die auch alle bei 056, 1, 2, 3. Ja, weil ich so doof gelandet bin, war ich da nicht. Die guckt wirklich ein bisschen böser, die Todesmedaille, der Totenkopf. Guckt so nach unten. Ja, die anderen gucken ein bisschen fröhlicher. Nach unten, die gucken nicht nach unten. Auch so. Von unten dann vielleicht. Nach unten. Nee, nach unten ist nach unten gucken. So guckt. Nein, die guckt so, auch schon die Kamera. Ja. Da war, ja, der hat keine Augen. Mann. Aber die Kopfhaltung sagt, ich gucke in die Kamera. Ja, das war das letzte Trials-Video aller Zeiten. Stimmt wahrscheinlich nicht. Nee. Denn hier sehen wir jetzt, wie immer, die roten sind nämlich die 6 Download-Pakete. Und die sind je 3 Packages zu je 4,99. Oder einem. Aber das ist für 10 Euro, das ist ja überhaupt kein Gewinn. Nee. Ja, voll schlimm. Du zahlst einen Cent mehr. Ja. Kannst du auch die beiden Pakete einzeln kaufen. Ja, dann zahlt man einen Cent weniger. Ja. Mach ich bald. Dann gibt's Riders of Russland und Empire of the Sky. Russland. Das ist vorbei. Tschüss. Gar nicht mehr drauf geachtet. Können wir noch reden? Ja, wir können noch reden. Ich kann ja schwarzes Bild machen. Ah. Ich finde das immer ganz gut, wenn ich Videos von uns gucke, an die ich mich nicht mehr so gut erinnere, dass wir die aufgenommen haben. Und dann ist das Spiel pausiert und wir haben irgendwie das Level gerade geschafft bei Mario oder so. Und dann reden wir noch einfach eine Minute weiter. Ja. Da kommen meistens nämlich dann die besten Sachen raus, weil wir dann immer losgelöst sind von dem Hass auf dem Bildschirm. Der Hass wartet gleich wieder auf uns. Ja. Run for it. Genau, wir wechseln nämlich jetzt die Location. Ja. Verrückt. Ja. Und jetzt dadurch werden wir jetzt immer wissen, welcher Tag das war. Ja, der Tag, an dem wir zu Biber gegangen sind, nachdem wir bei Pong waren. Das machen wir selten.